So Leute, es ist mal wieder Zeit für Zelda Action und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Oh yeah. Dramatische Szenen haben sich hier abgespielt über den Wolken. Zelda wurde, ja, kann man sagen, entführt, ich weiß es nicht. Sicher bin ich mir da noch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein natürliches Ereignis war, das dort stattgefunden hat. Sie ist in einen tiefen Tornado gefallen und wir konnten ihr nicht helfen. Wir sind dann hier bewusstlos wieder zurückgekommen und hier in unserem Zimmer aufgewacht und wollen uns natürlich auf die Suche machen und sie retten. Das ist das, was wir tun wollen und unser Herz schreit danach. Und deswegen werden wir jetzt dieser mysteriösen Stimme folgen, die wir schon das ein oder andere Mal gehört haben, auch in unseren Träumen vor allen Dingen. Und mal sehen, wo sie uns hinführt. Ich bin gespannt. Und da ist diese mysteriöse Gestalt. Die schwebt einfach so rum. Wir folgen ihr jetzt mal blind. Es gibt ja, also ich finde auch, es gibt ja diese Theorie, dass sie sozusagen das Masterschwert ist. Oder sie zum Masterschwert wird. Diese Gestalt, die wir jetzt hier gesehen haben. Das war ja schon lange im Vorfeld. Dieses Artwork zum Beispiel bekannt. Aber wir werden es sehen. Das wird wohl noch eine Weile dauern. Erstmal folgen wir dieser Gestalt, die uns jetzt hier durch den Wolkenhort führt. Der Wolkenhort, einst so wunderschön und jetzt düster in der Nacht. Oh Gott, wo führt sie uns denn lang? Da? Schön am Rand. Ich springe jetzt einfach mal blind hinterher, in der Hoffnung, dass sie uns nicht in den Tod führt. Ja, wir können ja jetzt hier wieder höhere Klippen erklimmen. Oh, und da ist das kleine Miezekätzchen, oder was auch immer es darstellen soll. Das wir ja schon kennen. Sieht eher aus wie ein Löwe oder so, ein kleines Löwenbaby. Wow, oh mein Gott. Okay, ah, oh, okay, creepy sag ich da nur. Alter, was willst du von mir? Boah, was hast du für ein Problem? Kann ich die nicht irgendwie besänftigen? Ja, was mir übrigens aufgefallen ist, ich wollte es schon mal im letzten Part ansprechen, hab's aber irgendwie vergessen. Wir haben von Anfang an schon 6 Herzen, was eigentlich für einen Zelda sehr ungewöhnlich ist. Man hat ja sonst immer 3 Herzen. So, ich glaube nicht, dass wir mit den Dingen hier was machen können, deswegen hau ich jetzt einfach mal ab. In der Hoffnung, dass mich dieses Ding nicht allzu stören wird. So, ich springe mal. Oh Gott, da unten sehe ich doch schon wieder komisches Glibberzeugs, das nur darauf wartet, einen jungen, gut aussehenden Helden zu verschlingen. Aber dem sind wir mal entgangen. So, ich laufe jetzt hier runter. Oh nein, Fledermäuse. Zack! Gut, dass wir ein Schwert dabei haben. So, wo müssen wir dann lang? Also, wir können jetzt durch die Fähigkeit von Link, dass wir hier sprinten können und uns eindeutig beweglicher dadurch sind. Ich kann gar nicht gleichzeitig reden und gegen solche Monster kämpfen. Boah, das hat schon ganz schön was abgezogen. Schweinerei. Ja, wir sind eigentlich sehr viel beweglicher jetzt als Link. Können ganz andere Areale hier bestreiten. Oh Gott. So, hinauf! Zurück! Ah, da sind Herzen. Wunderbar. Die wunderbaren Herzpflanzen. Wer kennt sie nicht? Wir lieben sie jetzt schon. Zurück! So, dann nehmen wir die doch mal in Anspruch. Wenn die hier schon so wachsen. Bin gespannt, wo sie uns hinführt, diese Gestalt. Okay, wir können springen. Ich habe das vorher nicht gemacht, weil ich dachte, wenn ich auf Springen mache, dass ich dann runterspringe quasi. Okay, wo sind wir hier? An irgendeinem Ort, am höchsten Ort vom Wolkenhort. Es sieht eigentlich genauso aus wie die Statue. Wo wir eigentlich auch einfacher hätten hingehen können, sage ich mal nur so. Okay, mysteriös. Ein geheimer Gang wird uns offenbart und dem werden wir jetzt natürlich folgen. Im Mondschein werden wir jetzt hier mal diese Kammer hier betreten und schauen, was sich dort hinter verbirgt. In der Statue der Göttin. Und das sieht mir aus wie das Masterschwert, Leute. Ich habe dich erwartet.
dich, den von meiner Schöpferin Auserwählten. Fei, das ist der Name, den man mir gab. Fei, die haben auch alle komische Namen hier. Ich komme vom Jenseits der Zeit, aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Das ist der Zweck meines Daseins. Nimm nur das Schwert in die Hand, mein Gebieter, Link. Ein geheimnisvoller Traum, mein plötzliches Erscheinen, die Angst und Sorge um deine Freundin. Wenn ich deine Lage analysiere, wundert mich deine Reaktion nur wenig. So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Erzählt sie jetzt einen Witz oder was? Das Mädchen, das du suchst, Zelda, Leben ist nicht verloren. Zeldas Leben ist nicht verloren. Ja, ist doch schon mal eine gute Nachricht. Diese heilige Maid. Zelda und dich. Euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Na, selbstverständlich. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir, dem Gebieter des Schwertes, folgen. Zücke es nun und strecke es himmelwärts. Also epic Pose machen hier. Ein bisschen posen. So, dann zücken wir es mal und ich werde es rausziehen. Und wie geht das denn? Ah, okay, ich muss erstmal nach unten. Zock. Es ist cool gemacht mit der Wii-Fernbedienung. Muss das hier exakt nachahmen. Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Jetzt muss ich es Richtung Himmel recken und das machen wir. Zock. Schwing. Epic. Ach ja. Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. So ist es gut, Gebieter. Mein Gebieter. Link. Oh. Kann es denn sein, dass du es bist, Link? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwertes betreten wird? Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen, dem reinen Jüngling in dieser Gestalt am heiligen Ort. Geheiligten Ort. Wie die sprechen, wie Yoda, ey. Es begann vor einigen Tagen. Das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass sich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Es ist, wie die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führen das Schwert, beinahe noch ein Kind, wird er doch beschützt von den heiligen Kraft, von der heiligen Kraft. Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von der Offenbarung, die dein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Erwählt von der Göttin der Jüngling. Der zieht das heilige Schwert und über es gebietet mit starkem Geist. Kind des Schicksals, erwählt vor dem Schatten großer Gefahr. Es wird tragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen,
gemeinsam mit der Heiligen Maid das Land erleuchten. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von meinem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden, um die Heilige Maid, um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer überqueren, musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist es jemandem gelungen. Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, richte nun den Himmelsstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelsstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gen Himmel streckst. Schwinge dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat. Okay. Also, interessant. So, ich werde es jetzt gen Himmel recken. Wo muss ich es jetzt hinschwingen? Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, wo ich es hin... Ah, da wahrscheinlich hin, nicht wahr? So. Schwing. Ja, alles sehr cool. Und jetzt können wir da auf jeden Fall diesen Stein, diese Tafel hineinlegen. Das machen wir natürlich auch gleich. Und es sieht aus, als wäre es nur ein Teil von einem vierteiligen Puzzle. Das gibt mir Anlass danach, dass wir noch weitere suchen müssen. Gebieter. Das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolkenmeer verlassen konnten. Nun hat sich dieses Siegel an der Stelle geöffnet, sodass du passieren kannst. Dort musst du hin. Ich erkenne dich als rechtmäßigen Gebieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und ich bin somit stets an deiner Seite. Drücke nach unten, um mich zu rufen. Und wieder mal haben wir eine kleine Gefährtin. Link, ich weiß nicht, was mit dem Schatten großer Gefahr gemeint ist, aber es klingt nach einer großen Herausforderung für euch. Wenn Feis Worte wahr sind, dann ist Zelda am Leben. Sie lebt. Du musst sie finden und dich zugleich deinem Schicksal stellen, Link. Niemand weiß, welche Prüfungen das Schicksal für dich vorgesehen hat. Doch versprich mir, meine Tochter, versprich mir, Zelda zu retten. Jawohl. Das werde ich. Beweise mir, dass die Offenbarungen tatsächlich wahr sind. Ich bitte dich, Link. Ich werde das schaffen, aber ich will nicht. Nein, natürlich will ich. Ich will dir glauben. Hab Dank, Link. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. Mit diesen Kleidern kannst du deine Reise nicht antreten, Link. Da du die Vogelreiterzeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut gerüstet. Am besten, du ziehst es morgen gleich an. Ja, Leute, ich speichere jetzt mal nicht.
Und da haben wir unser typisches, gewohntes Heldengewand angezogen. Ist es nicht herrlich, unseren Link wieder darin zu sehen? Das diesjährige Gewand der Ritter. Als ich die Farbe das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Ah, jetzt macht es auch Sinn, dass dieser Kuko, oder wie er heißt, ein selbes Gewand hat, nur in Gelb. Denn immer wenn man die Zeremonie gewinnt, scheinbar, bekommt derjenige so ein Gewand. In anderen Farben. Aber wie ich sehe, steht es dir ganz vorzüglich, Link. Yeah, grün ist episch, Mann. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Pass auf dich auf. Und vielleicht solltest du im Dorf ein paar Reisevorbereitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Solltest du mich suchen, kannst du mich dort finden. Ich bete dafür, dass selbst meine Tochter gut geht. Ja, Leute, wir haben ein neues Gewand, ein neues Schwert mit einer neuen Gefährtin. Wir sind bereit, unser Abenteuer richtig zu beginnen, würde ich sagen. Und das werden wir im nächsten Part tun, denn es ist schon wieder soweit. Die Zeit vergeht ziemlich schnell, wir haben einiges erfahren. Und ich brenne förmlich darauf, nun in die Erdenwelt aufzubrechen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, Leute, und im nächsten Part werden wir diese Tür hier durchqueren. Bis dahin, ciao.